Hallo ihr Schlingels und herzlich willkommen zum nächsten Teil unserer Reihe. Wir bauen eine Halloween Maze im Jahr 2024 und zwar in unserer Wohnung. Wir hatten bis jetzt Part 1 mit dem Wald und dem Haus von draußen, mit der Hausfassade, wo wir im allerersten Teil die Hauswand gebaut haben. Im letzten Video waren wir dann quasi in meinem Studio und haben das in eine Maze verwandelt. Und jetzt habe ich ja gesagt, kommen wir zum dritten Teil der Maze und den bauen wir vor oder beziehungsweise neben die Hausfassade quasi in unser Wohnzimmer reinreichend. Wir haben halt noch ein bisschen Platz. Deswegen haben wir gedacht, wir machen die Maze dieses Jahr noch ein bisschen größer, aber wir halten uns ein Türchen offen und das seht ihr dann, sage ich mal, im Laufe des Bauens. Und wir fangen an, wie immer, mit unserem Holz. Ihr seht, es steht schon in der Mitte. Das muss ich hier ein bisschen breiter machen. Und das werde ich dementsprechend ein bisschen zuschneiden müssen, Löcher bohren müssen, verschrauben. Und dann hoffe ich, haben wir hier in wenigen Stunden eine Maze. Das geht doch relativ flott. Zumindest ging das gestern Abend oder im zweiten Teil in meinem Studio relativ flott. Deswegen würde ich sagen, verlieren wir keine Zeit. Wir legen los. Aua. So Freunde, der dritte Bereich unserer Maze ist also vom Gestell her zumindest fertig und jetzt kommt das eigentliche i-Tüpfelchen. Und zwar haben wir hier einen Vorhang. Ihr kennt den Vorhang noch ganz genau vom letzten Jahr, Weihnachten, von unserer Weihnachtskulisse, unserer Weihnachtsdeko. Und der kommt hier wieder zum Einsatz und ja, den muss ich jetzt bloß noch einbauen. Die Haken habe ich hier schon rangesetzt und ja, würde sagen, wir bauen den einfach ein jetzt. Mal gucken, ob das klappt. Vielleicht brauche ich auch noch Levis Hand. So Freunde, der Vorhang ist eingebaut und das bedeutet, jetzt können wir weitermachen und zwar unter anderem mit Beleuchtung. Ich habe ja die Lichterkette hier abgemacht, die mache ich jetzt hier wieder dran, denn der dritte Bereich, achso, ich habe über die Themen noch gar nicht gesprochen, ja gut, man konnte es eigentlich bisher erkennen, vorm Haus im Wald, im Haus und quasi im Garten, würde ich sagen, oder im Wintergarten, wie auch immer ihr das schimpfen möchtet, das soll später von innen total behangen sein mit grünen Ranken. Die Ranken, die wir letztes Jahr so viel im ersten Teil, also im Wald benutzt haben, die werden wir dieses Jahr hier benutzen. Und natürlich muss noch ein Dach drauf und die ganzen bunten Lichterketten. Denn der dritte Teil der Maze wird quasi auch schon ein Prequel oder ein Sequel auf nächstes Jahr. Also quasi eine kleine Vorausschau schon auf nächstes Jahr oder ein Teaser aufs nächste Jahr, welches Thema es nächstes Jahr geben wird. Denn unsere Party wird dieses Jahr das Thema Horrorfilm beinhalten. Oder das Thema der Party ist Horrorfilm. Und dazu kann man sich verkleiden. Zum Beispiel, wir werden aber die Maze entsprechend zu Horrorfilmen umgestalten. Wir haben ja bis jetzt bloß gebaut. Es gibt ja dann im nächsten Schritt die ganze Gestaltung. Das heißt, das Wasserbecken aufbauen, Rasen etc. pp., Spinnenweben, Figuren etc. Das fehlt ja alles noch und das kommt ja noch. Und das heißt, dass auch die Maze bekommt ein Thema und zwar Horrorfilm. Und das ist quasi der dritte Abschnitt der Maze. Und hier teasern wir schon aufs nächste Jahr quasi. Da wird es auch einen neuen Animatronic für geben. Dazu wird es auch noch Videos geben. Jetzt machen wir hier erstmal weiter und zwar mit Stoff. Jede Menge Stoff betackern, bedingsen, die Lichterkette fertig machen und naja, wir halten einfach drauf und halten fest, was wir hier so schaffen. Los geht's. So Freunde, ich hatte ja gesagt, im nächsten Schritt geht es jetzt darum, das Ganze mit Stoff zu bespannen und das mache ich jetzt von innen, so wie ich das bei den anderen Gestellen Bereichen auch gemacht habe. Wir wollen aber vorher mal, also wir wissen jetzt noch nicht, wie wir das mit der Lichterkette machen. Packen wir sie drüber oder packen wir sie drunter? Wir wollen jetzt einmal, oder wir werden jetzt erstmal, weil das wahrscheinlich die einfachere Variante ist, das einmal oben drauf legen und dann gucken, wie es aussieht, wenn das Licht stimmungsvoll ist. Das heißt, wir müssen dann erstmal ausprobieren. Das heißt, ich muss die Lichterketten jetzt erstmal vorne oben rüber schmeißen, damit wir die dann oben rauf schmeißen. Hoppla.
Ja, Freunde, und damit ist der dritte Abschnitt unserer Maze quasi so gut wie fertig. Der ist sogar am weitest fortgeschrittensten, sage ich mal, von allen Abschnitten. Denn hier fehlt lediglich der Boden. Hier wollen wir eine Art roten Teppich reinsetzen. Warum, erkläre ich euch gleich noch. Und der neue Animatronic wird hier seinen Platz finden, der aber noch nicht da ist. Das heißt, die zwei Sachen fehlen noch. Der Animatronic und der Teppich. Und natürlich, wir wollen diesen Raum voll, rotzen mit diesen Ranken, die wir letztes Jahr benutzt haben. Und zwar aus folgendem Grund. Ihr wisst, ich habe hier einen Vorhang eingebaut. Ich drehe mal kurz die Kamera. So, und ihr seht, der Vorhang ist direkt hinter mir. Das sieht natürlich jetzt bei Tageslicht dort hinten. Ich muss mal ein bisschen Licht anmachen. Ja, Freunde, und ihr seht jetzt hinter mir die andere Seite des der Maze. Also auf der Seite ist die Hauswand und hinter mir ist ja der Vorhang. Ja, und ihr seht, von innen sieht das aus wie ein geschlossener Raum, wie so eine Art Schuppen, denke ich. Wenn das nachher mit Grünzeug hier noch voll behangen ist, dann kann ich mir das gut vorstellen, dass das aussieht wie so ein Schuppen. Und ihr seht hinter mir den Vorhang. Ihr seht, man ein bisschen sieht man noch diese einzelnen Cuts der Stoffe. Aber ich gehe davon aus, dass wenn wir die Ranken hier überall dranhängen, dass man davon dann gar nicht mehr so viel sieht. Und jetzt kommen wir zum Überraschendsten, nämlich der Vorhang. Was heißt aber hier? Ihr wisst es ja, wir werden den Vorhang mal aufmachen. Ich habe hier eine wunderschöne App und mit der kann ich den Vorhang öffnen. Das machen wir mal. Und dann seht ihr mal, wie das aussieht. Nicht wahr? Und jetzt zeige ich euch das mal von der anderen Seite, also von draußen sozusagen. Ja, und so sieht das jetzt von der anderen Seite aus, quasi aus der Sicht, aus dem Wohnzimmer quasi auf die Maze. Ihr seht, hinter mir ist noch ein Stück von der Hausfassade zu sehen und so sieht das dann aus, wenn der Vorhang geschlossen ist. Ja, das Motto der Party ist ja Horrorfilm dieses Jahr und hier im dritten Abschnitt wird ja quasi eine Art Spoiler auf das Motto des nächsten Jahres geworfen und Horrorfilm kann ja auch bedeuten, dass es eine Filmpremiere ist. Deswegen der rote Vorhang, den habe ich einfach dran gelassen. Ich hätte es auch abmachen können, aber ich dachte mir, das passt ganz gut zu dem Thema Horrorfilm. Und es sieht richtig, richtig cool aus, wenn der Vorhang so ein Stück auf ist. Und man den, ja, ihr seht, man hat dann auch gleich so ein bisschen Filmkulisse bei der Filmpremiere. Und wenn man dann den Vorhang an den Enden nochmal so ein Stückchen, ich sag mal so ein bisschen rafft, ihr seht's. Oder hier, wenn man den dann noch so ein bisschen rafft. Am Ende des Abends, wenn man weiß, es sind jetzt alle da, weil die Idee ist, das ist der letzte Abschnitt, die Leute kommen in diesen letzten Abschnitt der Maze rein, also gehen durch die Tür, kommen hier rein. Und der letzte Animatronic wird ausgelöst und die Leute erschrecken sich, dann geht der Vorhang auf und sie sind quasi mitten in der Party. Und im Laufe des Abends, wenn dann alle Gäste eingetroffen sind, kann man ja den Vorhang auch auflassen. So hat man immer einen Blick auf diese Hausfassade, kann jederzeit in die Maze, kann auch jederzeit an dem neuen Animatronic spielen. Und das Ganze hat dann halt ein bisschen Filmpremieren-Charakter und zwar eines Horrorfilms. Hier oben werden wir auch noch eine Blende davor machen, deswegen auch der rote Teppich. Ich denke, das ist eine ganz stimmige Geschichte am Ende des Tages. Und damit sind wir auch am Ende des Videos und damit habt ihr jetzt eigentlich erstmal grob alles gesehen. Und es steht jetzt auch erstmal alles im Groben. Jetzt geht es dann ans Detail. Das heißt, im nächsten Video fangen wir schon an mit den ersten Details. Wir werden tatsächlich jetzt auch rückwärts arbeiten. Das heißt, in dem letzten Abschnitt werden wir jetzt die ganzen Ranken reinhängen. Das Licht vielleicht noch ein bisschen justieren und dann gucken wir mal, wo wir weitermachen. Dann wahrscheinlich ganz vorne am Teich, am Wasser. So wird es wohl ablaufen. Gut, dann bedanke ich mich auf jeden Fall fürs Zusehen. Wenn es euch gefallen hat, lasst gern einen Daumen nach oben dort an. Ansonsten bitte konstruktive Kritik in die Kommentare. Wenn ihr nichts verpassen wollt, denn es geht ja weiter mit unserer Maze, da fehlen ja noch die ganzen Details und der ganze Kram und teilweise auch noch die Decken, dann abonniert gerne den Kanal und auch gerne die Playlist und dann sehen wir uns beim nächsten Mal. Bis dahin, bleibt gesund, passt auf euch auf und bis bald. Ciao.